Wir wollen, dass Technologie zum Nutzen aller eingesetzt wird, nicht zur Massenüberwachung. Wir kämpfen für ein Grundeinkommen, für ein Leben in Würde und Teilhabe, einen umlagefinanzierten Nahverkehr und ein modernes, bezahlbares und besseres Gesundheitssystem, für evidenzbasierte Corona-Politik. Wir wollen ein Nordrhein-Westfalen, in dem man sich hilft, wenn Hilfe gebraucht wird. Wir wollen kostenlose, lebenslange Bildung von der frühkindlichen Erziehung bis ins hohe Alter. Wir wollen, dass auch die Jugend mitbestimmen kann, denn es geht um ihre Zukunft. Ein Land der Innovationen und der Kreativität, kein Zurück in die Kohlezeit. Wir kämpfen gegen den Klimawandel und für bezahlbare und gemeinschaftlich erzeugte Energie für alle. Piraten. Zukunft mitdenken. Einen wunderschönen guten Abend zur 6. Vorstandssitzung des Landesvorstands NRW der Piratenpartei Deutschland. Heute am 13. Juli. Wir beginnen fast pünktlich 20:31 Uhr. Mein Name ist Quark und ich werde durch die Sitzung leiten. Das Protokoll macht der liebe Elder. Anwesend sind der Martin, der Janis, der Sven, die Wack und die San.
Damit sind wir beschlussfähig und müssten als erstes das Protokoll von der letzten Sitzung annehmen. Gibt es da Anmerkungen oder Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall, damit ist das einstimmig angenommen. Und wir kommen auch schon zu unseren Tätigkeitsberichten beginnen. Sven. Ja, ich danke dir. Prinzipiell, was habe ich so überwiegend gemacht, neben den Punkten, dass ich hier aktuell versuche, meinen Kreisverband wieder hochzuziehen? Ich bin jetzt ein bisschen tiefer in dem Projekt von Bildungsverbände jetzt, also in der Kampagnen- und Vernetzungsarbeit mit drin. Ich habe jetzt an dem ein oder anderen Meeting teilgenommen, bin auch jetzt etwas tiefer noch drin. Die starten bald ein Podcast-Projekt, wo ich mich beteiligen werde. Das läuft jetzt in den nächsten Wochen an. Auf jeden Fall bin ich da kampagnentechnisch involviert und schaue, dass ich da einen Fuß mit in die Tür bekomme. Ansonsten läuft noch auf NRW-Ebene die Planung zur Gamescom 2023. Habe ich übrigens als Termin nochmal eingetragen. Ist der 23. bis 27. August. Team steht soweit. Beauftragung über Bund folgen bald. Finanzen müssen noch abschließend, ich habe ja abschließend geklärt werden, ob wir da auch noch was dazu geben als veranstaltender Landesverband. Also für Vorbereitung, Inventur, was haben wir an technischem Equipment? Ich denke, da haben wir alle genug und die entsprechenden Absprachen, die halt jetzt zwischen den ganzen Landesverbänden geklärt werden müssen. Ansonsten hatte ich noch ein Telefonat mit Vako bezüglich Terminabklärung, aber ich denke, darauf geht Vako gleich noch näher ein und dann wäre es das, glaube ich, von mir. Danke dir, Sven. Wenn es Fragen oder Anmerkungen gibt, unseren Tätigkeitsbericht machen wir ganz zum Schluss. Als nächstes wäre ich dann dran. Ich habe den Einladungstext für die KMV in Duisburg fertig gemacht. Die Einladungen sind auch schon rausgegangen. Vielen Dank, Tatjana. Dann habe ich mich weiter um die Planung der Marina NRW gekümmert. Da kommt auch später noch was dazu in der Sitzung. Wir hatten eine AGÜ-Ersetzung, dann habe ich unsere Webseite, die Startseite ein bisschen aktualisiert. Da gab es ja letztes Mal ein paar Anmerkungen dazu und das habe ich umgesetzt. Dann habe ich mich um die NRW-Crews gekümmert, habe die gesichtet, da kommt gleich noch ein Antrag. Unseren neuen Datenschutzbeauftragten habe ich noch beim Landesdatenschutzbeauftragten angemeldet. Da musste ich uns auch erstmal registrieren. Dann konnte ich den anmelden. Mit dem Wilk, unserem Datenschutzbeauftragten, hatten wir auch noch eine zweite Videokonferenz. Da gibt es auch noch ein paar Dinge, die ich nacharbeiten muss. Dann hatte ich eigentlich nur eine schlichte E-Mail geschickt, nämlich dieses Merch-Angebot der Piraten aus dem Europaparlament über unsere Mailingliste weitergeleitet. Da kamen dann doch sehr viele Fragen, die ich eigentlich auch nicht alle umfassend beantworten konnte, weil mehr als dieser Text lag uns ja eigentlich auch nicht vor. Ja, dann noch so ein paar Kleinigkeiten wie Kalenderpflege, Sitzungsvorbereitung, Tickets, Schubsen, was weiß ich. Und ich war auf dem Stammtisch Düsseldorf natürlich nicht als Landesvorstand, sondern weil ich auch dort im Vorstand bin und im Kreisverband. Ich wollte das aber mal erwähnen, weil das war ein super toller Stammtisch. Wir hatten ganz viele liebe Gäste aus Recklinghausen, die Tatjana und den Elder und aus Leverkusen und aus Meerbusch. Und das war richtig schön. Ja, das war's von mir. Dann ginge es weiter mit dem Wolf, der ist nicht da, mit dem Bali, der ist nicht da. Dann bist du dran, Janis. Ich war in der Team PolGF. Ich habe bezüglich der Marina Telefonate geführt mit dem Obereichwald und mit Vako, war beim Dicken Engel und hatte eben ein Arbeitstreffen mit Sven bezüglich des Podcasts. Das geht jetzt bald auch los. Ja. Danke dir und Isan. Ich war auch ein bisschen aktiv. Ich habe auch AGÜA-Arbeit gemacht. AGÜA-Arbeit, toll. War bei der Sitzung am Freitag, habe ebenfalls an der Videokonferenz mit Wilk teilgenommen. Dann war ich
auch um zu hören, wie so die Situation generell ist beim dicken Engel. Der hatte ja das Thema EU-Wahlen und dergleichen. Dann habe ich Social-Media-Arbeit gemacht und das klingt immer sehr wenig, ist ja auch ein kleines Wort, Social-Media, aber es dauert immer sehr lange, bis man sich durch den ganzen Nachrichtenwust durchgekämpft hat, Fragen beantwortet hat und sich dann noch irgendwas überlegt hat, was eventuell witzig wird und geteilt wird. Ja, also das dauert auch. Und dann habe ich auch noch ein paar Tickets geschubst. Und den Rest meiner Zeit habe ich dann mit Arbeit für den Bund verbracht. Das war's von mir. Danke dir, Isan. Und als letztes haben wir den Martin. Ja, ich habe an der Sitzung der WKO Bund und Länder teilgenommen. Und da hier gerade Sommerpause ist, ist in der Kommune, ist da nicht sonderlich viel passiert. Danke dir. Gibt es Fragen oder Anmerkungen zu unseren Tätigkeitsberichten? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu den Berichten Statistik. Da gibt es eigentlich nichts Neues. Mitglieder ist Stand 31. Mai 1391, davon stimmberechtigt 538. Die ganzen Kontostände sind auch aus der letzten Sitzung, genauso wie die VKV-Kontostände, die ihr auch immer auf unserem Vorstandsblog nachschauen könnt, wenn es euch interessiert. Ich würde jetzt die ganzen Banken heute nicht nochmal vorlesen. Gibt es Fragen oder Anmerkungen hierzu? Das ist auch nicht der Fall. Dann mache ich weiter mit den Terminen. Da haben wir vom 13. bis 16. Juli den Digital Courage Aktiv Kongress 2023. Das ist der Kongress, wo der Topfer gerade ist und anscheinend nicht wegkommt. Dann haben wir am 18. Juli von 18 Uhr bis ca. 19.30 Uhr eine Datenschutzschulung im Diplomaten. Am 12.8. die Kreismitgliederversammlung in Köln von 15 bis 17 Uhr in Büze. Dann am 13.8. ab 17 Uhr die Kreismitgliederversammlung in Duisburg. Vom 12. bis 13.8. ist die PolGF-Tagung in Bremerhaven. Am 23. bis 27.8. die Gamescom in Köln. Dann kleiner Sprung. 8. bis 10. September wäre der dritte Parteienkongress in Leipzig. Am 22. September, das ist ein bisschen verrutscht, Köln-Fachtag, die Welt nach Facebook, Twitter und YouTube, eine neue Generation des Internets, Fragezeichen, mit Ök und Katascha und anderen. Das ist interessant. Wer hat das eingetragen? Das war ich, das hatte ich über Mastodon mitgekriegt, weil Ükuk die Piraten NRW angeschrieben hatte. Ah, okay. Dann haben wir am 8.10. sowohl die Landtagswahlen in Bayern und Hessen als auch die Kammerwahlen in Luxemburg. Am 17.10. haben wir eine weitere Datenschutzschulung in Diplomaten. Und vom 6. bis 9. Mai, bei uns in Deutschland voraussichtlich der 9. Mai, die Wahlen zum Europaparlament. Gibt es sonst noch Termine, die wir vergessen haben? Okay, wenn ihr Infostände, Stammtische oder Sitzungen habt, teilt uns eure Termine mit, schreibt an Vorstand@ oder haut mich irgendwo privat an, damit ich das in den Kalender eintragen kann, damit Neumitglieder und Interessierte eine möglichst umfangreiche Möglichkeit haben, uns auch irgendwo mal anzutreffen. Gut, dann kommen wir zu den Anträgen.
Ticket 504615, Feststellung der Inaktivität diverser NRW-Crews. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen, weil auch jemand sich bei uns gemeldet hat und gesagt hat, ah, diese Crew hier, die ist nicht mehr aktiv, das müsste man mal im Wiki ändern. Ich habe mir daraufhin alle NRW-Crews angesehen, habe die gesichtet, habe geguckt, ob es da aktuelle Infos gibt auf den Wiki-Seiten zu Treffen oder Stammtischen, ob es Protokolle gibt, wann das letzte Mal überhaupt an dieser Wiki-Seite gearbeitet worden ist. In der Beschreibung habe ich auch das Pad verlinkt, wo ich das alles festgehalten habe. Und ja, Ergebnis meiner Sichtung war, dass diese ganzen angeführten Crews, ich glaube es sind 22, ich will es gerade nicht in Pads holen, tatsächlich wirklich seit Jahren nicht mehr aktiv sind und deswegen beantrage ich, dass der Landesvorstand diese Inaktivität feststellt. Wenn wir das dann festgestellt haben, diese Organisationseinheit im Prinzip auch aufzulösen. Ich würde das dann auf der Wiki-Seite entsprechend vermerken, auch mit einem Kästchen, wo dann nochmal auch auf unseren Beschluss verlinkt wird. So ist es auch in der Vergangenheit gemacht worden. Und man könnte auch überlegen, ob man da nochmal eine kurze Mail schreibt über die NRW-Info-Mailingliste. Das sollte da doch irgendwo noch Aktivität sein bei einer Crew, dass man dann, dass die sich dann melden und ihre Wiki-Seite ein bisschen aktualisieren und mitteilen, wann es denn wo auch Treffen bei dieser Crew gibt. Ja, gibt es Fragen oder Anmerkungen zu meinem Antrag? Also, dass jetzt keiner was sagt, heißt eigentlich nur, dass wir dir schweigend zustimmen. Gut, ich glaube, wir stimmen das aber trotzdem mal ab. Martin. Dafür. Janis. Dafür. Sven. Dafür. Ich bin auch dafür. Isan. Sag ich doch, dafür. Okay, danke euch. Ich werde das dann entsprechend alles machen mit den Wiki-Seiten und hoffe, dass ich keine Kuh getroffen habe, die noch aktiv ist und tolle Dinge tut. Gut, das war's auch schon mit den Anträgen. Dann hatten wir Umlaufbeschlüsse, und zwar ein Finanzantrag zur PolGF-Tagung, Ticket Nummer 404500. Der Janis hat seine Reisekosten beantragt, Budget sind 300 Euro und wir haben natürlich dafür gestimmt. Dann hatten wir einen Finanzantrag Aktivkongress, Ticket Nummer 504500. 28 vom Toffer, ebenfalls Reisekosten, in dem Fall 250 Euro, auch dem haben wir zugestimmt. Und dann gab es den Finanzantrag zur Marina, 23.1, Ticket Nummer 504565. Für die Durchführung habe ich ein Budget von 300 Euro beantragt. Das Angebot kam von den Piraten Felbert von Thomas Küppers im Fahrzentrum Die Glocke in Felbert-Nediges. Das war's mit den Umlaufbeschlüssen. Und dann wären wir bei Aktuelles aus den Kommunen NRW. Gibt es hier was zu berichten? Gerne auch aus dem ZuhörerInnenraum. Ja, ich könnte da jetzt was berichten. Ja, im Stadtrat von Felbert hat sich die UVB, das ist eine Wählergemeinschaft, gespalten. Und zwar stehen da Rassismusvorwürfe und Hetze gegen Ausländer im Raum. Von zwei Ratsmitgliedern von fünf haben diese
Fraktion verlassen, etliche sachkundige Bürger ebenso. Es waren, glaube ich, 14 Stück, die diese Fraktion verlassen haben und dort jetzt eine eigene Wählergemeinschaft gegründet haben. Ich bin da mal gespannt, wie die erste Ratssitzung ablaufen wird und was da noch zur Sprache kommen wird. Ja, genau. Und die Folge davon ist halt noch, dass jede Menge Ausschüsse umbesetzt werden müssen, weil sich jetzt das Kräfteverhältnis im Rat ändert. Und wir Piraten haben dadurch die Chance, in einen weiteren Aufsichtsrat zu kommen. Ja, genaueres weiß ich dann noch nicht. Okay, danke dir. Gibt es sonst noch was zu berichten aus den Kommunen? Ja, im Zweifel, dass die neue Mitgliederanwerbung im Bergischen Land ganz gut funktioniert. Und ich mich jetzt so langsam mal daran taste, die, ich nenne sie jetzt mal liebevoll Alt-Wuppertaler, anzustupsen und hier mal die Idee reinzuspielen, ob man hieraus nicht wieder eine richtige Struktur macht. Also in der Form eines Regionalverbandes. Der dann heißen würde wie? Also welche Region? Regionalverband Bergisches Land. Also mit Schwerpunkt halt Remscheid, Solingen, Wuppertal. Okay, danke dir. Gibt es sonst noch Neues aus den Kommunen? Das ist nicht der Fall. Dann machen wir weiter in der Tagesordnung. Aktuelles Europawahl. Es gibt eine Planungsseite im Wiki, die habe ich hier mal im Protokoll verlinkt. Und die EU-Formulare sind letzte Woche aufgepoppt. Jetzt wäre die Frage hier für uns, in welcher Form wir das verbreiten sollen. Ich hatte, so steht es auch auf dieser Prozedere-Seite im Wiki, aber die hatte ich da noch nicht gesehen, in der Bundesgeschäftsstelle nachgefragt. Ob die auch zum Beispiel unbestätigte Formulare nehmen. Und das wollen die natürlich eigentlich nicht. Also in der Bundesgeschäftsstelle sollen überwiegend dann die bestätigten, also vom Amt bestätigten Formulare aufpoppen. Deswegen wäre jetzt meine Frage, wir hatten zur Bundestagswahl und zur Landtagswahl zum Beispiel auch eine Seite angeboten, also auf unserer Webseite kontaktloses Unterschreiben. Das bedeutet dann aber auch, dass Leute einfach dann das Formular ausdrucken, ausfüllen und irgendwo hinschicken, eben nicht zum Amt gehen. Macht es da Sinn, trotzdem diese Seite wieder anzubieten? Wäre hier jemand bereit, dann diese unbestätigten Formulare zu sammeln und zu gegebener Zeit Zwecksbestätigung an die Ämter zu schicken? Oder machen wir uns das nicht so schwer, sondern informieren einfach nur unsere Mitglieder per NRW-Info-Mailing, dass das Formular da ist und verweisen auf das, was auf der Wiki-Seite steht? Wie ist da so eure Meinung zu? Also, ich denke mal, so, jetzt habe ich gerade Unsinn gemacht. Egal. Ich denke mal, dass wir das den Mitgliedern so einfach wie möglich machen müssen, sonst wird das schwierig mit den Einsammeln, weil wir dann doch schon eine ganze Menge brauchen. Und das über die Mailingliste erstmal zu verschicken, ist ein ganz guter Ansatz, aber man sollte es auch schon ein bisschen beschreiben, was man da zu tun hat und wohin man das dann schicken kann. Ja, das ist natürlich selbstverständlich. Die Mail, die können wir zusammen formulieren, so ist, dass die Leute auch wissen, was sie zu tun haben. Ich denke halt auch daran, dass wir ja einige haben, die auch wahrscheinlich sammeln werden und dann die Sachen, die sie
vor Ort bestätigen lassen können, dann auch bestätigen lassen und dann erst an die Bundesgeschäftsstelle schicken. Sonst noch Anmerkungen? Dann würde ich sagen, wir formulieren einfach erstmal einen Text. Ich mache ein Pad auf und dann können wir das zusammen machen, Martin, vielleicht? Ja, klar, können wir zusammen machen. Okay. Dann wären wir bei sonstigem Wichtigem. Da hatte ich mal die eine LAFO-Klausur zur Diskussion gestellt. Das hatte ich auch mit dem Sven schon mal besprochen, dass wir das doch für sehr wichtig halten, dass wir uns mal gemeinsam an einen Tisch setzen und über so sehr grundsätzliche Dinge wie Planungen von Landesparteitagen, Marinas und auch ein Fahrplan für Wahlen vielleicht gemeinsam entwickeln. Und wir wollen das natürlich auch so schnell wie möglich machen. Deswegen habe ich hier mal 4 Termine vorgeschlagen. Vielleicht tragt ihr einfach ein an alle Termine, wo ihr könnt. Ich wollte eigentlich ein Doodle machen, dann dachte ich mir, das geht auch nicht schneller, als das in der Vorstandssitzung zu besprechen. Jetzt sind 3 Leute nicht da, das ist dann jetzt auch doof. Aber ich hoffe, dass wir da bis zum Wochenende dann auch von den anderen noch was hören über Telegram. Ja, am schönsten wäre natürlich jetzt der August. Aber wir nehmen, denke ich, was wir kriegen und wo ihr entsprechend euch die Zeit für nehmen könnt. Das Ding ist nur, dass gerade September oder November noch der Bundesparteitag reinfällt. Deshalb kann ich da nur im Raum September unter Vorbehalt zu sagen. Ich hoffe, das klärt sich jetzt in den nächsten Wochen. Okay, Martin, Isan, tragt euch auch noch ein. Ja, ich habe da bis jetzt, kann ich sagen, kann ich wahrscheinlich alle Termine wahrnehmen. Ja, also mir wäre auch der August eigentlich am liebsten. Ja, Isan trägt sich auch noch ein. Kann das irgendjemand über Telegram so verbreiten, dass wir von den 3 Nicht-Anwesenden dann da auch noch entsprechend eine Antwort bekommen? Janis, du hattest jetzt geschrieben, 19.8. unter Vorbehalt. Heißt was? Dass ich noch nicht 100% sagen kann, ob ich da Zeit habe. Ich gehe davon aus, aber es kann sein, dass was dazwischen kommt. Das kann ich wahrscheinlich so spätestens in 2 Wochen vielleicht eher sicher sagen. Okay, das ist natürlich dann ein bisschen spät, ne? Gut, warten wir mal ab, was die anderen uns mitteilen. Wer kann sich darum kümmern? Das kann ich machen. Ah ja, super. Zu dem 19.8., da habe ich mich jetzt deswegen noch nicht eingetragen, weil Goldstückmann ist wahrscheinlich in den ersten beiden Augustwochen unterwegs mit dem Roller. Deswegen weiß ich nicht, ob der dann schon wieder da ist. Okay, warten wir ab, was die anderen dazu sagen. Jo, als nächstes hatte ich jetzt noch die Marina NRW.
auf der Tagesordnung. Beschlossen haben wir sie ja schon. Jetzt ist es so, dass es zwei mögliche Termine gibt. Ich hatte den Thomas eigentlich gebeten, im November zu schauen, wegen dem Bundesparteitag. Jetzt nach den neuesten Informationen könnte der Bundesparteitag aber auch im November sein. Deswegen hatte ich da nochmal angerufen und nachgefragt, ob der 28.10. wäre, also noch möglich. Mit dem kleinen Verzicht. Also wir haben da, ich kenne die Räumlichkeiten nicht, aber das ist eine sehr große Halle und die hat einen so eine kleine Schankküche mit Zapfhahn und Industriespülmaschinen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das Pad angeschaut habt. Zusätzlich gibt es auch noch eine große Küche. Die steht aber am 28.10. nicht zur Verfügung. Ich weiß nicht, was da stattfindet. Das würde bedeuten, dass wir ein bisschen organisieren müssen, dass wir da eine Kaffeemaschine haben, dass wir da ja das Material haben, um Brötchen zu schmieren, also Messer, Bretter und so weiter und so fort. Ich hatte da auch schon mal kurz mit Buddy gesprochen. Er meinte, das sei kein Problem, das kriegen wir alles hin. Er hat auch so eine Rundfilter-Kaffeemaschine. Ich glaube, Terna und Elder haben auch eine. Und das Einzige, was man dann, das kann man aber auch nochmal erfragen, entweder müssen wir also allen Leuten sagen, sie sollen ihre eigene Tasse mitbringen, oder wir fragen da nochmal nach, ob sie uns vielleicht wenigstens Tassen aus der Küche zur Verfügung stellen können. Ja, ansonsten sind diese beiden Termine möglich und da müssten wir uns dann heute entscheiden, welchen Termin wir nehmen. Dann würde ich morgen das direkt festmachen, in der Hoffnung, dass gegebenenfalls auch noch der 28. Oktober frei ist, weil reserviert haben wir jetzt momentan den 25.11. Gibt es da noch Fragen dazu oder soll ich dann einfach mal fragen, welcher Termin für wen am besten ist? Gut. Martin, welcher Termin wäre für dich am besten? Also für mich wäre tatsächlich der November am besten. Janis? Ich kann an beiden, das ist mir egal. Also auf den 25.11. könnte natürlich ein möglicher BPT fallen, aber es wäre schon echt, echt, echt spät, selbst für unsere hypothetischen Überlegungen. Wenn du sagst, 28.10. ist ein bisschen blöd, weil Dinge fehlen und wir noch sehr viel rundherum organisieren müssten, dann würde ich tatsächlich zum 25.11. plädieren. Und dann auf Bundesebene dafür kämpfen, dass es nicht der 25.11. wird, weil das wäre mir auch zu spät und das fände ich auch ein bisschen, also es wäre eine sehr lang gestreckte Buffer-Zeit, sage ich mal. Ja, ich bin da irgendwie meinungslos. ich gebe euch recht mit dem November, das ist dann besser, wenn da alles zur Verfügung steht. Aber ja, nee. Wie Susanne, was hast du? Ich schließe mich der allgemeinen Meinungslosigkeit an. Ich kann um beiden Termine. Ja, okay. Dann würde ich einfach sagen, wir nehmen den 25. November, wenn jetzt hier keiner schreit. Es schreit keiner. Gut. Den habe ich ja schon reserviert, die kriegen dann aber trotzdem von mir morgen eine E-Mail. Was noch anstehen würde, Martin, ich gucke dich gerade ganz lieb an, wäre ein Begehungstermin. Wo wolltest du was begehen? Um gewisse Sachen und offene Fragen noch abzuklären. Das wurde von denen angeboten, einen Begehungstermin, um sich die Halle anzuschauen und zu gucken, was weiß ich, wo sind da die Steckdosen und wie ist das da überhaupt mit Geschirr und Besteck? Solche Fragen halt.
Ja, das kann ich natürlich machen. Ich muss dazu sagen, ich war schon mal da drin. Ja, aber diese Fragen könntest du mir jetzt nicht beantworten. Nein, aber ich kenne das Gebäude schon in etwa. Ich habe eine gewisse Vorstellung davon. Ja, dann muss ich mal eine Telefonnummer oder sowas haben, damit ich dann Termin ausmachen kann. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal den Termin fest, lasse den Vertrag kommen und dann, ja, dann vermittle ich das, damit ihr da euch vor Ort nochmal, dann machen wir einen Fragenkatalog und dann, weil für mich wäre das echt umständlich, da für eine halbe Stunde oder so dahin zu kommen. Nee, das ist kein Thema, das kann ich schon machen. Okay. Ja, ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ihr euch das Bett angeguckt habt. Was die Halle auch nicht hat, ist WLAN. Da müssen wir also, wenn wir Internet brauchen, irgendwie mit Hotspots arbeiten. Ich hoffe, da kennt sich jemand mit aus. Ich nicht. Aber ich denke, das kriegen wir irgendwie geklärt. Es muss ja auch nicht großartig viel Internet her. Also wir machen ja auch kein Streaming oder sowas. Okay. Gut, ja, sobald ich den Vertrag habe und unterzeichnet habe, sage ich euch nochmal Bescheid. Dann hatte ich noch zwei Sachen im Pad eingetragen. Das sind so offene Tickets, wo ich nicht so genau weiß, was wir damit machen sollen. SG-Neumitglieder, das kam von Mark Hinz, Ticket Nummer 502393. Da wird eigentlich gefragt, wie wir mit Neumitgliedern umgehen, was für Prozedere wir da haben, was wir denen schreiben und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ja, ob Tatjana uns da vielleicht weiterhelfen kann, was es da gibt von unserer Seite. Hallöchen, Hallo. also von unserer Seite wird bisher lediglich nach positive Abstimmung des Antrags die Zahlungsaufforderung verschickt und dann geht das im Redmine an die SG, nee, genau, an die Neumitglieder beziehungsweise an Mark Hinz, weil die ja dann auch so schöne Begrüßungspakete basteln. Ich denke, die Frage geht eher in Richtung, wie wollt ihr sie genau einbinden? Also das, was zum Beispiel Sven jetzt da in Wuppertal oder in seinem Gebiet macht. Ich nehme mal an, dass in Mettmann, dass sie da auch gut aktiv sind, wenn neue Mitglieder da sind. Ich denke mal, er ist daran eher interessiert. Die SG-Neumitglieder, ich habe das Gefühl, die formen sich noch ein bisschen und starten jetzt aber wohl zeitnah auch mit dem Versand der Begrüßungspakete. Okay, was die auch wissen möchten, haben möchten, ist ein Ansprechpartner für ihre SG-Neumitglieder. Tatjana, wärst du dann die Ansprechpartnerin oder wäre das dann eher der Buddy? Also vorübergehend kann ich das gerne erstmal machen und ich spreche mich dann sowieso mit Bali auch ab. Ja, das wäre schon mal super, dass wir das so weitergeben können. Ansonsten, ja, klar, wie du gerade sagtest, das wird ja auch von Kreis zu Kreis wahrscheinlich unterschiedlich gemacht. Ich hatte jetzt gedacht, dass wir als Landesverband vielleicht auch nochmal irgend so eine Erklärmail verschicken, aber wenn das nicht der Fall ist, dann, ja, dann ist das natürlich in jedem Kreis wohl auch ein bisschen anders mit der Ansprache. Also wir haben ja jetzt in der Vergangenheit eher schon Muße gehabt mit den Eintritten, das überhaupt zu bearbeiten. Deshalb existiert sowas nicht. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht Bali einfach nochmal anhauen, ob er da was geplant hat. Und dann schauen wir mal. Aber jetzt erstmal kannst du mich ruhig als Ansprechpartner angeben. Ja, super, danke dir. Das würde ich dann machen. So, wird es da dann auch irgendwie so regelmäßige Treffen geben von dieser SG im Mumble oder wie ist das geplant? Weißt du da was? Ich weiß, dass die sich zuletzt teilweise parallel zum Gensec-Mumble leider getroffen haben im Big Blue Button. Ich weiß aber auch nicht genau, wo das kommuniziert wird. Ich bin da eher durch Zufall drauf gestoßen. Vielleicht kann da Marc dann wahrscheinlich auch mehr Infos zu geben. Okay.
Das wird ja wahrscheinlich Jannis oder ich bei der Polgefrunde mitkriegen, weil da wird es meistens durchgesagt. Also Marc spricht da meistens dann drüber, was da ansteht. Gut, wenn ihr was mitkriegt, dann könnt ihr das ja immer in unsere Lafotin-Gruppe verteilen, damit dann auch alle Bescheid wissen. Ja, klar. Super. Dankeschön. Gut, das zweite Ticket, wo ich auch noch nicht so genau weiß, was daraus geworden ist. CSD Münster gab es eine Anfrage, da sagte Bali mir aber, die Anfrage sei auch nur gekommen, weil er schon vorher mit diesen Menschen gesprochen hätte und er wollte da irgendwie die Jupis ansprechen. Aber da der Bali heute nicht da ist, können wir das nicht klären, es sei denn, irgendjemand sagt, oh, ich weiß da Bescheid. Vertage es doch einfach auf die nächste Sitzung. Ja. Das ist ja schon fast ein Stichwort. nächste Sitzung. Haben wir heute ein NÖ-Teil? Ich würde euch gerne eine Frage vorlegen, dauert auch nicht lange und ist nicht dramatisch. Okay, dann kündige ich zunächst mal die nächste Sitzung an. Die findet, oh Wunder, in 14 Tagen statt. Das ist wieder ein Donnerstag und wieder um 20:30 Uhr am 27. Juli. Und damit beende ich die Sitzung, die öffentliche Sitzung heute um 21:08 Uhr. Vielen Dank. Danke, Vaku, fürs Moderieren. Danke, Elder, fürs Protokoll. Danke euch. Wir wollen, dass Technologie zum Nutzen aller eingesetzt wird, nicht zur Massenüberwachung. Wir kämpfen für ein Grundeinkommen, für ein Leben in Würde und Teilhabe, einen umlagefinanzierten Nahverkehr und ein modernes, bezahlbares und besseres Gesundheitssystem für evidenzbasierte Corona-Politik. Wir wollen ein Nordrhein-Westfalen, in dem man sich hilft, wenn Hilfe gebraucht wird. Wir wollen kostenlose, lebenslange Bildung von der frühkindlichen Erziehung bis ins hohe Alter. Wir wollen, dass auch die Jugend mitbestimmen kann, denn es geht um ihre Zukunft. Ein Land der Innovationen und der Kreativität, kein Zurück in die Kohlezeit. Wir kämpfen gegen den Klimawandel und für bezahlbare und gemeinschaftlich erzeugte Energie für alle. Piraten. Zukunft mitdenken.